So Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine kleine Analyse zum Battlefield 3 Aftermath Launch Trailer und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Am Anfang sieht man gleich Ausschnitte von den vier neuen Karten, die Aftermath beinhalten wird. Die Karten sehen sehr wie aus dem ersten DLC Back to Karkand aus, weil sie eben auch vom Erdbeben zerstört worden sind. Mit dem DLC kommen aber nicht nur vier neue Karten, sondern auch drei neue Fahrzeuge. Diese sollen alte Zivilfahrzeuge sein, die nach der Verwüstung mit Schrott gepanzert und Waffen aufgerüstet worden sind. Die Armbrust ist die einzige neue Waffe in Aftermath. Dafür hat sie aber vier verschiedene Munitionstypen, die es ermöglichen, die Armbrust an die Gegebenheiten anzupassen. In der nächsten Szene sieht man die neuen Soldatenskins von Aftermath. Die Soldaten sind durch die Folgen eines Erdbebens verletzt und blutverschmiert. Mit dem Explosionsbolzen der Armbrust kann man die Umgebung zerstören oder zum Beispiel einen Beobachtungsheli mit zwei Schüssen runterholen. Die Armbrust hat natürlich auch noch normale Pfeile, die mit einem Schuss töten. Zudem nimmt die Armbrust den Gadget-Slot ein, sodass man noch eine Pri- und Sekundärwaffe hat. Die Armbrust ist auch mit verschiedenen Visieren kombinierbar, hier zum Beispiel der 12-fach-Zoom. Der neue Scavenger Mode. Dies ist ein neuer Modus, in dem man mit einer Pistole, Granate und seinem Messer spawnt. Sinn des Modus ist es, Flaggen einzunehmen und sie zu halten. Waffen mit wenig Munition kann man von Boden an bestimmten Stellen aufheben. Starke Waffen wie zum Beispiel Sturmgewehre gibt es an Hotspots, wo viele Gegner verkehren. Schlechte Waffen wie zum Beispiel andere Pistolen gibt es am Maprand und ruhigeren Ecken. So wird das Gameplay schnell und Camper werden verringert. Das war meine Analyse zum Battlefield 3 Aftermath Launch Trailer. Ich hoffe, sie hat euch gefallen.